Es geht heute, dass die Aktion gegen Unrecht AT, Kinder gehören nicht ins Gefängnis, jetzt einen neuen Anlauf unternimmt, um Kinderflüchtlinge, vor allem unbegleitete Kinderflüchtlinge, dass sie endlich kindgerecht untergebracht werden und versorgt werden. Wir haben nämlich aktuelle Situation, dass in vielen Bundesländern diese Kinder ohne kindgerechte Versorgung sind. Viele von ihnen sind im Großlager Traiskirchen, wo es keine kindgerechte Unterbringung und Versorgung gibt. Und das ist ein Zustand, der inakzeptabel ist. Es gibt mehrere Abkommen über Kinderrechte, die sicherstellen, dass Kinder, egal welchen Pass sie haben, das ist völlig egal bei Kindern, dass Kinder Schutz, die Schutz brauchen, einfach geschützt werden müssen und versorgt werden müssen. Und das sollte endlich umgesetzt werden. Und wir stehen heute vor dem Bundeskanzleramt, weil hier im Bundeskanzleramt ja der sogenannte Asylgipfel stattfindet mit Kanzler, Vizekanzler, Innenministerin, auch Verteidigungsminister und auch mit den Landeshauptleuten. Und da muss jetzt endlich eine Lösung herauskommen, damit es erstens eine faire Verteilung von Asylsuchenden auf alle Bundesländer gibt und zweitens, damit Kinder, die ohne Schutz sind, die ohne Eltern in Österreich sind, auch gut versorgt und gut betreut werden. Machen Sie bei dieser Aktion? Weil ich war damals auch ein Emigrant und ich fühle mit diesen Menschen mit. Die brauchen genauso gute Behandlung wie alle anderen. Und die Schule für die Kinder ist der wichtigste auf der Welt. Dass die weiterkommen und Bildung und so weiter, dass in Österreich recht finden können. Immer Anfang ist das Schwierigste, aber der Anfang muss immer der Schub geben. Wissen Sie? Das ist meine Meinung. Danke, dass Sie da danke, sind. Danke. Eine Co-Produktion zwischen Caritas und... Alles klar. Die Kunden haben wir von so als Kinderdorf, so als Mitmensch, da gibt es noch ein paar. Macht es als Mitmensch für diese Aktion mit? Weil es uns ein großes Anliegen ist, dass alle Menschen in Österreich eine Chance bekommen, auch die Asylsuchenden und ganz im Speziellen die jungen Asylsuchenden. Und wir der Ansicht sind, dass es eine unerträgliche Situation ist, dass junge Menschen für Monate in einem Massenquartier wie Traiskirchen festsitzen und dort keine Ansprechpersonen haben, keine Tagesstruktur haben und auch nicht in die Schule gehen können. Die GIS, es ist so, dass zurzeit in Traiskirchen 570 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind. Und aus diesem Grund ist notwendig, da wirklich aktiv zu werden und zu schauen, dass diese Kinder und Jugendlichen einen Platz kriegen, der für sie geeignet ist. Und in der Erstaufnahmestelle kann das nicht funktionieren. Die Betreuung dort ist zwar vorhanden, aber überhaupt nicht geeignet für Jugendliche. Und daher ist die Politik aufgefordert, da schnell Maßnahmen zu setzen. Die NGOs, die da sind und demonstrieren, zeigen die Bereitschaft, eben auch einen Beitrag zu leisten. Sie sind bereit, Plätze anzubieten, nur müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und das Symbol für das Ganze sind da Schultaschen aufgebaut, damit man auch darauf hingewiesen wird, dass viele Jugendliche in der Erstaufnahmestelle sind, die dort teilweise schon seit Monaten sind und keinen Zugang zu öffentlichen Schulen haben.